Moin liebe Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode, ist auch eine neue Aufnahmesession. Wir sind ja jetzt mitten in der Winterpause, ich muss mir noch mal kurz hier Überblick verschaffen, wie war es wo. In der Tabelle sieht es eher super aus. Ja, jetzt muss ich mir einen neuen Überblick verschaffen, weil die letzte Aufnahme ist vom 21.12., also sogar noch vor Heiligabend gewesen. Glaube ich, irgendwie so mit dem Dreh, also ich habe ja 10, 11 Folgen in Folge aufgenommen. Und deswegen muss ich immer gucken, was ist denn überhaupt der Stand der Dinge? Und der Stand der Dinge, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, der Liga, das wisst ihr ja. Ne? Wisst ihr sogar schon gefühlt besser als ich, wie es ausschaut. Der will die ursprünglich vereinbarten Einsatzzeiten. Mal gucken, ob wir sie auch geben können. Wird natürlich schwierig, aber kann man ja mal gucken. So, jetzt hier in den Testspielen nutzen wir die Zeit natürlich auch ein bisschen, um unseren jungen Talenten ein bisschen Spielpraxis zu geben, ne? Also muss auch nicht jeder auf der richtigen Position spielen. Der Kevin Golden kann auch wieder ran. Anastasio, ja, bis zu 2 Wochen, gut, aber da ist ja eh kein Stammspieler, also Ditte ist ja kein Problemchen. Bei Transfers müssen wir jetzt in meinen Augen auch nicht unbedingt etwas machen. Da läuft es ja auch eigentlich noch zu gut. Juarez ist ja super. 3 Wochen verletzt. So wünscht man das immer in der Winterpause, ne? 3-2 gewonnen gegen die zweite Mannschaft. Schön. Aber das ist natürlich ein bisschen blöde. Ich habe wenn wir jetzt irgendwo, wenn wir jetzt 13. werden in der Liga, würden wir, glaube ich, knapp 59 Millionen Euro kriegen. Wir haben gerade auf dem Konto, glaube ich, ein bisschen mehr als 1 Million Euro. Also ein Klassenhalt würde uns jetzt wirklich mal in andere Sphären hieven. Aber mal sowas von, dass wir hätten dann einfach keine Problemchen mehr. Wir könnten dann wirklich ein paar Regale weiter oben zugreifen. Jetzt gerade ist es natürlich noch schwer. Deswegen Spieler zu kaufen oder nicht zu kaufen, ja, ist auch so eine Sache gerade. Naja. So, ein Gegneranalyst kommt noch, der Olle Heinrich. Aber in Sachen Mitarbeiterstab sind wir ja auch jetzt schon gut aufgestellt, ne? Ja. Kann man mit leben auf jeden Fall. Für einen Aufsteiger sehr ordentlich. Da sind wir überall mindestens 5 Besten. Gut, bei der Sportwissenschaft auf Rang 7 nur, aber okay. Das ist auch ganz gut. Wenn wir am Ende der Saison 7. werden, mindestens. Oh, das wäre natürlich krass. Zum Glück ist aber Juarez nicht unbedingt unser Stammspieler. Also seinen Ausfall könnten wir schon besser kompensieren, auf jeden Fall, klar. Und natürlich, meine lieben Zuschauer, ein frohes Neues. Es war jetzt schon der 2., wo die Folge rauskommt, aber ich glaube, in der letzten Episode habe ich das nicht gemacht, weil ich nicht genau wusste, wann sie rauskommt. Ich wünsche euch allen frohes neues Jahr 2022. Dankeschön für die Unterstützung. Das letzte Jahr bei mir auf dem Kanal war ohne Witz wirklich der erfolgreichste aller Zeiten von Aufrufen, Abonnentenzahlen und so weiter und so fort. Oh, ein Angebot für Ahmad Matschdi von 1 Million Euro. Ich glaube, den wollte ich ja auch verkaufen, ne? Genau, ist auch auf der Transferliste. Die 1 Million Euro, die könnten uns ganz gut tun, ne? Ist aber halt die Frage. Der ist ja schon ganz ordentlich. Jetzt, wo ich mir das so angucke. Ja, der ist auch eigentlich besser als Dante Rigo. Nee. Nee, selbst wenn wir die Kohle kriegen, ich glaube, den sollten wir behalten. Aus dem könnte man schon deutlich mehr rausquetschen. Und vor allem auch, weil wir dann bei den Klassen halt so viel Kohle kriegen, wird es nicht auf diese. Wird es nicht darauf ankommen, wie wir jetzt noch 1 Million für Ahmad kriegen. Genau, vorgeschobener. Soll er weiter trainieren und ich versuche mal Dante Rigo zu verkaufen. Das macht wahrscheinlich wirklich mehr Sinn. Eine Mio wird, glaube ich, eher weniger, aber who knows. Sehr gut, ist nicht mehr beunruhigt. Gibt es denn Angebote?
Cracovia aber nur ein geringes Interesse. Das war sogar ja höher als der Transferrichtwert. Gehen wir mal auf 700k runter. Ja, am Ende, auch wenn es 500k wären, würde ich das nicht so schlecht, nicht so schlimm finden. Ja, sorry, Ahmad, ich war mir da ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Gut. Das ist gut, Ahmad. Sehr professionell. Professional. Jetzt kommt erstmal ein Auswärtsspiel beim Balinger SC. Und danach die Spielvereinigung Bayernhof. Also eher zwei deutlich hinter uns einzuschätzende Mannschaften. Malum. Vielleicht würden wir mal hier auf, wie ich gesagt habe, ein bisschen weiter runtergehen noch auf 500k. Und dann vorher noch die Aufstellung für die Partie machen. In Polen öffnen das Transferfenster erst am 1.2. Aber ist ja gut, dann haben wir schon mal 500k mehr auf dem Konto, bisschen Transferbudget auch noch dazu bekommen, 325k. Aber gut, wir sind immer noch, die Gehaltskosten übersteigen immer noch unser Budget und da bin ich schon immer relativ strikt, da versuche ich schon immer auch ein gutes Mittelmaß zu finden.
Oder eher gesagt, nie drüber zu sein. Deswegen erstmal ruhig. Rodrigo Schlegel, nee, nehmen wir jetzt mal Phil Neumann. Dann Mundio wieder 100 Mark. Klar, kann wie immer in den Testspielen spielen noch weiterhin. Phil Steinhardt, aber da 8 Spiele, 4 Vorlagen in der ersten Liga. Zeigt er immer noch, was er drauf hat. Zwar noch nicht Spieler des Spiels, kann aber noch werden. Ist aber einfach nur krass, egal in welcher Liga der spielt. Die Vorlagen, die purzeln nur so herein. Wir spielen erst 19:30, noch nicht jetzt. So, mach ich mal trotzdem. Und bitte, bitte kein Verletzter, bitte. 5-1 gewonnen. Kein Verletzter. Perfekt. Steini, Bissoli, Enzo und Abdullaye. Gut, jetzt noch 2 Tage. Hoffentlich können die noch da gut pausieren, die Spieler, aber dürften die, ne? Zumindest die Stammspieler dürften alle fit sein. Und jetzt so Dante Rigo, den wir verkaufen. Auch der Transfer, würde ich sagen, war jetzt kein Schuss in den Ofen. Wir haben den ja, glaube ich, ablösefrei bekommen, ne? Hat da ein paar ordentliche Spiele gemacht. Nicht überragt, nee, das nicht, aber... war jetzt keine Vollkatastrophe, ne? Ja, 3 Tore, 3 Vorlagen als Rotationsspieler, jetzt ja auch eine Vorlage. Er hat seinen Dienst erledigt und... ja, am Ende bringt er Geld. Ja, okay. 1 bis 3 Tage. Kann ja sogar noch auf der Bank bleiben. Das ist dann ja auch nichts Schlimmes. Trotzdem ärgerlich, dass jetzt diese 2 Spieler verletzt sind, die etwas länger ausfallen. Dann kommt noch jetzt Bissoli. So, das sollte schon besser laufen in Zukunft. Und ich nutze mir wie immer die Zeit hier, um die Spieler schön zu loben. Ihr habt alle schön trainiert, bis auf 1-2 Ausnahmen. Und der Tom wird immer, immer besser. Ich würde gerne mal halten steigern, damit das auch auf 16 hochgeht. Also denke mal, den Tom Kretschmer werden wir wohl kaum austauschen müssen, allgemein auch in den nächsten Jahren, außer es bietet wirklich die Chance auf einen unfassbaren Deal. So, okay, fit sind zumindest die Stammspieler, ne? Ja, perfekt. Phil Neumann und ja, nehme ich trotzdem noch Schlegel, auch wenn Arno Martinez das bisschen häufiger spielen wollen würde. Ich bin da so unschlüssig bei ihm. Das überlege ich mir gleich noch. Ja, das ist doch in Ordnung. Genau, du machst weiter an die Ballkontrolle, genau.
Huares noch 5 bis 10 Tage. Anastasia 3 Tage. Aber jetzt die Frage, ne? Martinez oder Schlegel? Er hat eine bessere Technik, okay. Der ist da schon ganz gut, klar, aber mental unterlegen. Machen wir es mal, oder? Eine Partie jetzt, kann man ja mal probieren, ne? Und die Partie dann, die gibt es dann morgen wahrscheinlich auch noch das Auswärtsspiel in Bielefeld. Also habt einen schönen Tag und wir sehen uns dann am 3. wieder um 11 Uhr. Macht's gut.